Folge Nummer 15 von City Skylines. Wir haben letztes Mal die Autobahn gebaut und sind zum Schluss noch zur Erkenntnis gekommen, dass wir hier noch ein kleines Problem haben, das sich dann Dingens nennt. Sag schon Müll. Was brennt denn hier für ein Haus? Gebäude brennt, eine Drogerie. Wo ist die Feuerwehr? Haben wir hier eine Feuerwehr? Wahrscheinlich eher nicht, das war's. Nee, haben wir hier nicht. Die wird weiter brennen. Wir haben aber auch nicht Geld, um da noch was zu machen. Da vorne hört das Grüne auf, ne? Tja. Leider können wir euch da nicht helfen. Ihr müsst euch selber helfen. Holt euch ein paar Eimer und macht den Wasserhahn auf. So, das ist leider so. Wir waren jetzt hier bei einem Müllproblem. Wir müssen mal schauen. Brennt hier nicht? Ne, das ist nur Werbung am Haus, okay. Wir müssen mal gerade das Müllproblem schauen. Das haben wir ja auch. Ist gerade etwas schwierig. Wir haben hier nochmal ein Dingens gebaut. Da meins. Hier waren auch noch welche. Die werden gerade alle leer, ne? Okay. Deswegen haben wir hier gerade ein Müllproblem, ne? Wie viel Prozent ist denn das hier? 90% voll. 59% voll. Und hier 73% voll. Dafür haben wir hier noch... ne, das war falsch. Wo ist denn hier das... War das das? Ja, Verbindungsanlage. Die Reserve 388. 7 Müllfahrzeuge sind da in Verwendung. Und die neue Geschichte ist hier. Oh, Gewitter. Ach, das sind die Reserven? Also es ist leer sozusagen, oder wie verstehe ich das? Na, kann man das irgendwie sehen, was damit gemeint ist? Aber der Schornstein brennt, also müsste ja was da sein, oder? Ja. Also ich glaube, es läuft. Genauso wie das auch läuft. Oh, noch mehr Gewitter. Gut, aber ja, das war 73, ne? Oder was war das? Ja, das ist definitiv noch zu viel, um das wieder einzuschalten. Und hier 59, wenn es jetzt unter der Hälfte wäre, hätte ich gesagt, ja, machen wir. Aber das ist halt noch über der Hälfte. Wo ist das? Da ist das 89 voll. Ja, da werden uns einige Leute verlassen wegen dem Müll, aber vielleicht drücken die hier mal ein bisschen besser aus noch, ne? Gibt's denn da Müllwagen, die ich jetzt sehe? Nicht wirklich, ne? Wir müssen auch mal einen Schneeschieber noch engagieren, einen weiteren. Na, Stadtverwaltung, wo ist denn das zu finden hier? Ist das auch hier? Nee, ne? Ne. Ist das hier? Öffentlicher Verkehr? Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich den Schnee finden kann. Das ist Strom. Das ist Wasser. Hier ist nur Müll und die Verbrennungsanlage, aber eine Deponie wäre jetzt noch gerade machbar. Das ist das Gesundheitswesen. Hier ist Feuer und Katastrophe. Ach so, das befindet sich bestimmt hier mit drinne. Ne, das sind Mautstellen. Hier ist das Schneedepot. Weil wir haben hier zwar, also es ist überall nicht frei. Hier ist ein bisschen was frei. Es findet überall viel Schnee statt. Eins ist da. Das bedeutet, wir machen den zweiten hier noch. Zack. Das macht auch Sinn, dass wir das haben, denke ich. 13.000. Die ersten Leute ziehen jetzt natürlich aus, weil wir das Müllproblem nicht gelöst kriegen. Sagen wir nochmal das Müllproblem. Ja, wir können natürlich noch eine Deponie mal hier irgendwo hinzaubern. Machen wir gleich hier nebenan, oder? Nee, da ist ja schon das. Das bringt ja dann nichts. Dann würde ich es eher hier hinten noch hinzaubern wollen. Vielleicht hier oben, aber da... So weit weg. Ja, komm, doch hier machen wir es hin.
Komm, zack. Rückt ihr da mal aus. Vielleicht klappt es ja trotzdem. Ist weit weg, aber wir wollen ja sowieso hier was noch erschließen. Wenn wir das erschließen wollen, brauchen wir natürlich auch Wasser, welches dahin kommt, ne? Wir machen mal diese Leitung hier. Erstmal weiter hier lang. Weiß nicht, wie weit wir da noch ans Wasser rangehen mit einer kleinen Straße oder sowas. Aber das ist erstmal soweit gut. Dann könnte man da auf jeden Fall schon mal was bauen. Allerdings fehlt uns da der Strom dann noch. Und hier machen wir gerade schmutziges Wasser rein, ne? Oder? Ja, das würde bedeuten, wir sollten das schmutzige Wasser mal umfunktionieren und hier vielleicht noch hinmachen. Abwasser muss auch noch mehr hin. Zweieinhalb ist doch gut, oder? Ne, Leitungen sind da. Und dann noch ein Windrad dazu. Und hier ist auch gut Wind. So, dann sollte das auch funktionieren. Dann sollte unser Abwasser auch besser werden, ne? Noch ist es sogar schon wohl, oder? Wohl müsste noch einen Sprung dann machen. Wenn es dann gleich läuft. Jetzt läuft's. Hat's auch getan. Wunderbar. Gut, das bedeutet ja auch hier könnte man was bauen schon. Ist die Frage, was wir da bauen, ne? Das Abwasser ist schon klar, aber gesucht ist immer noch wieder Dingens hier pro einzelne Häuser. Komm, machen wir so. Will da schon einer bauen? Wahrscheinlich, ne? Ja, baut schon einer. Ja, die haben da schon mal was dann, ne? Die haben Strom und Abwasser und Wasser kriegen sie natürlich auch. Also die gehen ja schon mal voran, ne? Hier ist ja schon mal überall Wasser auf der Seite. Mit Blick aufs Meer, nee, nicht aufs Meer, auf den Fluss. So. Da kann die High Society dann wohnen, ne? Teure Grundstücke bestimmt. Wie sieht's mit Strom aus? Ja, gut. Die paar Häuser und das klappt schon, ne? Wir können natürlich hier noch zack ein zweites bauen. Ah, geht schon mal da nicht mehr, ne? Haben wir schon verplant. Ist aber nicht so schlimm. Okay, dann geht's hier auch so. Dann können wir denen aber auch noch gerade was anbieten mit Einkaufen. Haben wir denn hier irgendwo Einkaufsmöglichkeiten? Die wären dann hier. Ach so, die wollen tatsächlich keinen Strom haben. Ja, und die Straße ist schon frei, ne? Hier ist der Schneeschieber wahrscheinlich, ne? Ja. Auch zwei auf einmal. Einer reicht nicht, alles klar. Denen geht's hier gut, ne? So, wenn wir jetzt überlegen, ich glaube, wir können mal hier noch was kommerzmäßiges bauen. Weil hier können wir dann eine Straße da reinbauen, würde ich sagen. Erstmal so. Nach da weiß ich gar nicht. Ach doch, warte mal, lass mal hier das weg, weil dann können wir da vielleicht mal eine Brücke rüberbauen, wenn wir wollen. Müssen wir schauen. Wenn wir uns da erweitern, weiß ich ja gar nicht. Aber die Idee ist mal so. So, da, ja, guck mal, die sind schon gut am Bauen hier. Ach so, hier hinten ist kein Wasser, ne? Dann ist das mit dem Wasser noch zu machen, erstmal hier. Ah, nee, ich wollte nur Leitung haben. Aber mach erstmal so. Funktioniert. Okay, da wird auch schon gleich gebaut jetzt. Nachbarschaftsladen. Ja. Und schon geht's los. Strom fehlt. Ja, ihr müsst dazwischen mal ein bisschen bauen. Dann geht's auch mit dem Strom.
Da müssten diese hier jetzt erst kommen, aber das machen wir erstmal was weniger. Dann bauen die erst hier. Oder? Will ich hoffen. Ah, der nächste baut auch schon. Ah, da kommt der Strom jetzt näher. Könnte noch ein Windkraftwerk hier hinbauen, ne? Nee, machen wir nicht. Das hier ist ein Kohlekraftwerk und das ist das Öl, ne? Ja. Und dann kommt Wasserkraft, okay. Dies werden wir hier nicht bauen. Oder wir können das hier aber sicherlich bauen, aber nicht an diesen Stellen. Gut, denen fehlt jetzt definitiv noch der Strom. Dafür müssten da aber noch Gebiete gebaut werden hier. Wenn dieses hier sich schließt, dann kriegen die ja auch Strom. Da ist nur eine ganze Ecke, aber da kam gerade wieder einer mehr. Da kommt noch einer. Okay, der Strom kommt näher. Sollte gleich funktionieren, oder? Die bauen ja schon. Vielleicht sollten wir noch einen. Ach so, ist das schon. Ja, dann sollen die doch da einfach noch so ein Geschäft bauen. Dann klappt das doch, oder? Ja, ist aber fast schon da. Na, schließt sich das jetzt? Wir müssten hier jetzt eine Straße reinbauen noch. Zack, machen wir erstmal. So eine Kreuzung, da wollen die doch bestimmt auch noch hier was bauen, oder? Blau kommt da noch hin. Ah, jetzt haben sie schon Strom, oder wie sehe ich das? Ja, hat sich schon erledigt. Gut, dann sind die auch angebunden. Haben wir da wieder was mehr? Hier ist jetzt kein Strom. Die wollen aber auch keinen Strom oder brauchen keinen Strom. Na, Mülldeponien brauchen keinen Strom. Die Straße geht nach da. Müsste man dann überlegen, dass man die da mal irgendwann anschließt. Hier ist soweit erstmal gut, oder? So, hier ist immer noch ein Müllproblem. Hat sich nicht geändert, obwohl wir hier was gebaut haben. Ach nee, das war eine Schneedeponie. Obwohl hier die Müllverbrennungsanlage top läuft. Gebäude leert sich, aber erst 85%. Ich glaube, wir machen hier mal die 59, die jetzt weniger ist, auf. 54. Ja, nützt nichts. Wir machen das mal, dass da die Wagen wieder rausfahren. Die fahren hoffentlich auch in dieser Richtung. Wird schon werden. Ja, man müsste hier eine Verbindung rüber machen. Die ist ja nicht gegeben, ne? Ist die Frage, was man da macht. Na, hier wird der Schnee befreit, ne? Ja. Okay. Ja. Soweit sieht das erstmal gut aus, bis auf den Müll. Da müssen wir noch dran arbeiten. Hier ist das nächste Feuer am Brennen. Wir müssen hier was mit der Feuerwehr machen. Nützt nix. Können wir jetzt auch. Hier unten hin. Oder da oben. Oder da rein. Ja, alles können wir sowieso nicht abdecken. Aber hier ist ja fast nichts abgedeckt, ne? Es wäre jetzt schön, wenn man hier eine Straße bauen kann, wo
Ich sag schon, die Feuerwehr fahren darf, aber sonst keiner. Ja, hier ist es doch schon mal so, dass wir was reinbauen sollten. Ja, da bauen wir eine Feuerwehr jetzt hin. 12.000, wir haben 27, reicht. Okay. Polizeitechnisch ist alles okay. Passt erstmal. Schule. Schulbildung ist da oben gegeben. Da. Hier fehlt es dann noch. Weder in diesem Gebiet ist eine Schule. So, Einzugsgebiet von der Schule ist auch ziemlich schäbig, oder? Dann machen wir sie hier hin, oder? Und dann müssen wir noch gerade zwei Fußwege machen. Die da noch rüber gehen. Ist das für einer? Freizeitparkweg? Ne, den wollen wir nicht. Kiesweg. Hier so ein Radweg ist doch cool, oder? Ist das ein Rad- und Fußweg? Fahrradstraße. Ne, die will ich dann eher weniger. Parkweg. Ist das für einer hier mit Licht? Naturschutzgebiet mit Dekoration. Zooweg. Ne. Zooweg will ich nicht. Ist das? Parkweg mit Dekoration. Pff, könnte man ja auch. Warte mal. Ist das schon? Brauche ich gar nicht machen. Aber hier könnte man sowas noch. Und da ist gerade ein Haus. Was sowieso abgerissen werden kann. Dann geht es da noch zu Fuß durch. Wunderbar, oder? Dann haben wir das noch ein bisschen mehr erschlossen. So, Abdeckung, Schule dann. Ist dadurch ein bisschen besser, glaube ich, geworden. Kann das sein, weil die da durchgehen können? Er sieht doch gut aus. Hier haben wir auch so einen Weg gemacht. Geht hier sowas auch? Ich weiß nicht. Schade, geht schon mal nicht so. Da hätte ich es gerne. Nach da. Ich glaube, das ist angebunden, ne? Und das ist auch angebunden, das heißt, der Weg funktioniert. Sehr gut. Wäre schön, wenn hier ein Weg durchgehen würde, ne? Aber ich glaube, das klappt nicht mehr. Ne. Ne. Ich will da, diese Stelle will ich ja haben. Diese. Und jetzt da irgendwie hin, ohne dass die Gebäude kaputt gehen würden, ne? Will er wieder nicht. Geht das so? Schade, ne? Dass das so irgendwie nicht funktioniert. So, dann zack. Welches reißen wir ab? Das oder das? Keine Ahnung. Die Frage ist, der Weg angeschlossen oder nicht? Es sieht so aus, dass er angeschlossen ist. Die gehen da durch. Sehen wir jetzt, wenn die da um die Ecke biegen. Keiner reingegangen. Aber ich glaube, es ist knapp hier zu sehen, dass das geht, ne? Ja, da läuft auch einer lang. Alles ist gut. Gut, das nächste Gebäude wird schon gebaut. Der Weg ist auch fertig. Gut, passt. Unser Müllproblem, das ist immer noch da. Aber es ist schon ein bisschen was besser geworden. Also irgendwo, dass wir die wieder aufgemacht haben, hat gefruchtet, ne?
79%. Die ist jetzt schon wieder 10% voller. Wo war die andere hier irgendwo? Da ist sie. 58. Lass sie mal gerade aufmachen. Die 58er. Hier oben fehlt es auch, obwohl wir hier eine MVA direkt neben haben. Achso, das ist der Weg nach da und der will dann auch keiner den großen Bogen fahren. Wir haben einen herzlichen Glückwunsch gekriegt für eine kleine Stadt. Das heißt, wir haben 9500 Bewohner. Sehr schön. Schalte frei. Erreichen Sie eine Bevölkerung von 9,5 haben wir geschafft. Einziger Gebäude, Stufe 6. Ein Zug können wir jetzt haben. Monorail und Seilbahn. Enthusiast für Kleinunternehmen. Wohltäter für Großunternehmen. Planung für Industrieflächen. Hightech, Häuser und Hochhausverbot. Seile für Seilbahn ist klar. Monorail-Geschichten. Und das ist auch klar hier. Alles Bauwerke für Dingens. Und das Wasserkraftwerk haben wir jetzt. Das ist hier ja ganz wichtig, weil wir hier im bergigen Land sind, ne? Da müssen wir gucken, ob wir das irgendwann mal einsetzen können hier. Ob wir da ein Tal haben, wo wir es zumachen können, ne? Aber erstmal sind wir soweit durch, würde ich sagen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Falls ihr noch keine Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Und gerne will ihr und willkommen sind Kommentare, schreibt die rein, macht auch noch mal so eine Teilung des Videos auf anderen Kanälen, da kriegen mehr mit, dass wir hier im schönen Berchtesgadener Land mit dem DLC Snowfall bei City Skylines unterwegs sind. Alles klar, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, ciao!